So, wir haben es heute Montag, den 8. und ich bin hier im Bahnhof Bornholmer Straße und ich habe mal hier das seltene Vergnügen, einen Intercity Express hier im Abstellgleis bzw. hier im Zulaufgleis ist das ja nach Schönholz zu erleben. Das Ganze ist ja dann hier mal gedacht gewesen, auch als Kehr- und Abstellgleis für Intercity-Express-Züge, die nur eine Kurzwende in Gesundbrunnen haben, also dort wenig Zeit haben und dort aber auch nicht an einem Bahnsteiggleis in Bornholmer Straße, in Bornholmer Straße im Bahnhof Gesundbrunnen, die Zeit dort zu verbringen, weil dort die Bahnsteigkanten alle belegt sind. Hier steht die Garnitur, die auf den wunderschönen Namen Lichtenfels hört. So, und das ist hier ein Blick auf den 401508. Ganz ins Bild passt da leider nicht. So, und da hinten könnt ihr dann das Zugschlussende erkennen. Das ist auch ungefähr dort, wo an den Masten jeweils ein Schild ist. Ende für ICEs. Ja, und jetzt warte ich mal, dass ihr dann den endgültigen Beweis habt. Den endgültigen Beweis habt ihr ja dann, wenn hier nebenher die S1 Richtung Frohnau fährt. So, da kommt sie dann auch gleich ins Bild und wird den ICE zufahren. Aber man muss eins sagen, kaum wird das Wetter schöner und wärmer und schon ist wieder mehr Graffiti auf den Berliner S-Bahnen. Also das ist mir heute Morgen echt extrem aufgefallen. So, aber das war es jetzt erstmal hier als Quickie von der Bornholmer Straße. Und jetzt geht's weiter nach Schweineöde.